Liebe Damen und Herren, es freut mich, Sie begrüßen zu dürfen. Und zwar zu einer Gruppenheilung, Gruppenablösung, wie ich sie oft schon gemacht habe. Vielmals wurde ich schon gefragt, ob ich das auf Video hätte oder auf Tonband oder CD. Das möchte ich nun nachholen, damit Sie es runterladen können und selber vielleicht aktiv an dieser Schlussmeditation teilzunehmen. Denn alleine ist man alleine, aber wenn ich etwas höre und ich nachsprechen kann, laut oder halblaut, so wirkt es mehrfach verstärkend. Um was geht es für diejenigen, die noch nie dabei waren? Jeder Mensch wird belastet und belästigt von negativen Energien, die für viele unsichtbar um sie herum sind. Viele fühlen sich dadurch geschwächt, bedrückt, niedergeschlagen oder fremdgesteuert bis zu manipuliert. Und genau das möchten wir heute miteinander beseitigen, auflösen oder generell befreien. Viele unausgegorene Seelen verstorbener Menschen sind als Astralwesen hier unterwegs, hängen herum und finden keine Ruhe. Mitunter zusammen mit diesen Verstorbenen, die als irdisch gebundene Seelen da herumhängen, aber meistens in den Häusern fix installiert sind. Astralwesen versuchen einzudringen, am liebsten bei Menschen, die sehr sensibel sind oder reine Seelen sind und waren. Sie sehen ganz genau den Unterschied, diese Wesen, und sind natürlich wählerisch. Gefährdet sind Kinder, Jugendliche oder hochsensible, liebe Menschen. Speziell an einem Tag, wo eine Narkose erfolgte, Ohnmacht, Koma oder auch Betrunkenheit, so haben sie leichtes Spiel oder es viel leichter einzudringen, ohne dass der Besitzer oder der Mensch merkt, was mit ihm passiert ist. Danach folgt dann Leiden, Störung, Depressionen, Schwächeanfällen oder Probleme, die vorher nicht vorhanden waren. Wenn Sie immer frei bleiben können, dann haben Sie ein viel besseres Leben oder eine garantierte Freiheit, die kann man nicht hoch genug schätzen. Es lohnt sich also, jeden Tag zu schützen mit Gebeten, denn wenn ich nichts mache, müssen Sie sich selber schlussendlich an der Nase nehmen. Ich bin ja selber schuld, dass ich nicht geschaut habe. Genau um das geht es. Aber nun möchten wir einfach all das entfernen, was nicht zu Ihnen gehört. Ich mache diese Meditation in Ich-Form und ich denke, Sie sollten das innerlich wie nachsprechen, mit der gleichen Meinung natürlich, und sich eigentlich führen lassen. Sie müssen aber immer mit dem Verstand dabei sein und logischerweise authentisch wirken. Wenn Sie nicht daran glauben, dass es wirkt, dann können Sie die Wirkung gleich jetzt schon abschminken. Glauben Sie aber, dass Sie frei werden sollten oder möchten, und so wird es auch geschehen. Ihr Wille ist ein Befehl. So mache ich diese Meditation in Ich-Form und Sie sollten, wie gesagt, innerlich mitfolgen, nachgehen, nachsprechen. Und so hat es eine Wirkung. Stellen Sie sich am besten vor, dass Sie in eine Kerze schauen, die vor Ihren Augen brennt, ein lebendiges, flackerndes Licht. Und somit haben Sie die beste Möglichkeit, mit dem Inneren in einem Licht oder mit einem Lichtkontakt verbunden zu sein. So rufe ich dich, lieber Vater, dich, lieber Heiland Jesus Christus, in meinen Körper, meinen Geist und in meine Seele. Ich, dein Erdenkind, rufe dich zu mir, in mein Herz. Hülle mich ein mit dem tiefroten Christusliebeslicht, das mich umhüllt, die ganze Aura ausfüllt, meinen physischen Körper durchströmt, über mein Kronenchakra, Kopf, Oberkörper, Unterleib, Schenkel bis zu den Füßen, alles auffüllt innerlich mit diesem strahlenden, reinsten Christusliebeslicht. Durchströme sämtliche Strukturteile bitte und die kleinsten Zellen sowie die Moleküle.
Und ich danke dir an dieser Stelle, dass ich frei werden darf. So will ich eines bekunden, ich will frei sein und ich möchte wieder der sein oder die sein, die ich eigentlich bin. Somit will ich, dass alles verschwindet, das nicht zu mir gehört. Ich gestatte niemandem und nirgends auf der Welt jemandem, mich zu manipulieren durch schwarze Magie, Voodoo, Schamanismus, böse Gedanken oder als Seelen. Bitte schneide um mich herum alle diese Befehlslinien ab, die von der Dunkelheit an mich herangebunden wurden oder in mich eindringen, um mich von außen zu steuern oder zu manipulieren. So danke ich dir, lieber Heiland, dass du mit dem Feuerschwert alles trennst, vor mir von Kopf bis Fuß, rechts von mir, links von mir, hinter mir, unter meinen Füßen, ob meinem Kopf. Und mach mit deinen Lichtblitzen alles klar und rein, sodass diese fremden, bestimmenden, negativen Energien keine Chance mehr haben, mich wieder neuer zu besetzen oder zu erreichen, geschweige denn zu manipulieren. Ich danke dir, dass du mir beistehst, dass ich absolut frei bleibe. Und ich danke dir, dass ich nun sagen kann, verschwindet aus meinem Körper, Geist, meine Seele, im Namen von Jesus Christus, weg mit euch, ich will euch nicht in mir und schon ganz und gar nicht in meinem Leben haben. Liebe Heiland, durchströme mein Haus, jetzige Wohnung, mit dem tiefroten Christuslicht und hilf bitte, dass alles gereinigt wird, was Emotionen, Leiden, Schmerzen, Trauer sind von anderen Menschen oder gar von mir selber. Mach alles frei, sodass ich wirklich mich wohl und rein fühlen kann, überall wo ich bin, lebe und natürlich schlafe. Ich danke dir, lieber Vater, dass du mir beistehst. Nun sämtliche Störungen, die in mir sind, als Leiden aufzulösen und zu löschen. Trauer, Schmerz, Ängste, Verzweiflung, Panik, Entsetzen aus vielen Leiben, aus vielen Leben und Dramen. Sprenge also alles ab, was nicht mein Wunsch war oder zu mir gekommen ist und ich es gespeichert habe irgendwo in einem der vielen Speicher, im physischen Körper, im Mentalkörper, Emotionalkörper, Kausalkörper aus frühen Leben und natürlich eigentlich im Gefühlskörper vom jetzigen Leben. Ich danke dir, dass du alles befreist und absprengst, das nicht mehr brauchbar ist und ich nicht mehr will. So bin ich heute bereit, all meinen Feinden, Gegnern vom damaligen Leben zu vergeben und zu verzeihen, was sie mir angetan haben, was sie mir genommen haben, meine Freiheit, meine Liebe, mein Glauben oder schlussendlich sogar alles, was ich war. Ich bin bereit, euch zu vergeben und zu verzeihen und bitte dich, lieber Heiland, hole sie herbei und zeig ihnen, dass ich es so meine. Ich gebe euch sogar die verlorenen Seelenanteile, Seelenaspekte zurück, die ihr bei mir deponiert habt und die euch eigentlich als Pfand dienen oder mir als Pfand eigentlich erinnern. Ich will mit euch nichts mehr zu tun haben. Somit seid ihr frei geworden von all dem, was ihr an mir angetan habt. So weiß ich nun, dass alle Täter nun irgendwie gelöst sind, muss aber zugestehen, dass ich nicht weiß, wie viele Opfer ich denn hinterließ, damals in den vielen Leben. Wahrscheinlich etliche Mal ging ich weg und war auch ein Täter. Wie oft waren es nur Streitigkeiten wegen Erben oder materiellen Dingen, sodass ich es nicht mehr fertigbrachte, alle meine damaligen Verwandten, Bekannten, Geschwistern und Eltern um Verzeihung oder Vergebung zu bitten, bin dann gestorben vor ihnen
oder sie sind vor mir gegangen. Somit möchte ich das nachholen und bitte dich, lieber Vater und lieber Heiland, rufe alle meine Verwandten und Bekannten, damit ich ihnen die Mitteilung bringen kann. Ich bitte euch um Verzeihung im Nachhinein. Vergebt mir bitte, so wie ich soeben meinen Tätern auch vergeben und verziehen habe. Ich möchte wieder frei sein vom Schuldgefühl und danke euch, dass ihr gestattet, dass ich wieder frei werde und meine verlorenen Seelenanteile oder Seelenaspekte wieder zurückerhalte, sodass ich wieder ganz werden kann und wir uns in den nächsten Leben wieder treffen, im Frieden und in der Freiheit. Ich danke euch. Ich danke dir, lieber Vater, dass du mir beistehst, all das, was ich gegen mich gesagt habe, zu lösen und mich daraus zu befreien. Wie zum Beispiel aus dieser Sage, ich kann mir das nie mehr verzeihen, was ich gemacht habe. Ich kann mir das niemals mehr vergeben, was ich da angestellt hatte. Ich bin nun bereit, dafür gerade zu stehen und bitte dich, dass du mir behilfst, all dieses gesammelte Negative zu lösen und zu löschen. Lieber Vater, hilf mir bitte, alle Eide, Gelübde, Versprechen und Verbindlichkeiten zu anderen Menschen aus vielen Leben alle zu lösen, alle aufzulösen, alle, wie zum Beispiel zu widersprechen. Ich bin nicht mehr bereit, solche Eide, Gelübde anzunehmen und daran zu glauben, denn ich weiß nicht mehr, für was sie waren und an wen ich gebunden war. Trenne also das, was mich hindert, frei zu sein, frei zu werden. Hilf bitte, dass die anderen ebenso frei sind von mir, wie ich es wünsche, von ihnen zu sein. Zum Beispiel ehemalige Männer, ehemalige Frauen. Ich möchte, dass sie wieder frei sind und sich frei fühlen in dem Leben, wo sie jetzt sind. Ich danke dir, lieber Vater, dass alle Emotionen, die ich gegen mich selber als Befehle ausgedrückt habe, gelöscht und aufgelöst werden. Wie zum Beispiel, wo ich selber sagte, ich bin ja selber schuld, dass ich leiden muss. Und ich glaube, ich brauche noch mehr Leiden, um durchzumachen, dass ich es verstehe. Oder ich will viel mehr leiden, damit ich im Himmel einen besseren Platz bekomme. Bitte lösche mir sämtliche Selbstverantwortlichen, eigentlich Leiden, die ich installiert oder damals als Befehl in die Welt gesetzt habe. Hilf mir bitte noch die viel schlimmeren Emotionen aufzulösen, wie zum Beispiel, wo ich gesagt habe, ich hasse meine Gegner, ich werde sie verfolgen, ich werde sie zerstören, ich werde sie verfolgen über viele Leben und ihnen das gleiche Leiden zutragen oder anbringen, wie sie mich gequält haben, meine Geliebten, meine Familie. Bitte lösch das grundsätzlich und ganz aus allen meinen Speichern und allen meinen Erinnerungen. Denn ich wusste nicht, was ich da tat. Jetzt merke ich und ich verstehe nun, dass alles, was ich ausgedrückt habe, ja auf mich zurückfällt. Denn ich bin ja in der eigenen Verantwortung. So möchte ich dich bitten und danke dir dafür, lieber Vater, dass ich sämtliche Gelübde, Eide, Versprechen im Bereich von kirchlichen oder zum Beispiel adligen oder politischen Bereich zurücknehmen möchte. Ich bin nicht mehr bereit, klösterliche Gelöbnisse zu halten, wie zum Beispiel Keuschheitsgelübde, mich unterwerfen lassen, meinen Taufnamen zu tilgen, zu löschen und als Neutrum einem Klostervorsteher oder einer Klostervorsteherin zu gehören. Ich gehöre niemandem. Wenn schon, denn schon dir, Vater und dir, lieber Heiland. Lösche also sämtliches, was ich da gesagt habe, was mich grundsätzlich und ganzheitlich schwächt, stört und eigentlich manipuliert. Ich danke dir, lieber Vater, dass ich frei bin
von all dem, was mich schwächt, auch gegenüber von meinem Körper. Hilf mir, dass ich mit meinem Körper sprechen kann und er mir zuhören muss. So rufe ich dich, du leitender Geist meines Körpers, du unzählbar viel beinhaltender, großer Geist von allen Organen. Eigentlich weiß ich gar nicht, was du machst. Ihr arbeitet Tag und Nacht und dies während 365 Tagen pro Jahr, unablässig von meiner Geburt bis zu meiner letzten Minute. Ihr steuert den Körper und wie oft habe ich euch Befehle gegeben, die euch nur schwächen oder leidend machten. Somit spreche ich euch an, hört mir genau zu. Ich bin die Seele und ihr seid meine wunderbaren Körpergeister. Ihr dient mir, ihr seid meine Diener. Und ihr seid nicht das erste Mal bei mir, sondern ihr seid in jedem Leben immer wieder dabei, habt aber auch sämtliche Störungen und falschen Programme wieder mitgenommen. Somit möchte ich, und hört mir bitte genau zu, löscht sämtliche Befehle, die ich euch gegeben habe. Nämlich, dass ihr krank sein müsst oder leidend sein müsst oder geschwächt. Löscht das, was euch nicht gut tut und euch vom Prinzip des ganzheitlichen, vollkommenen Gesundseins abhält. Löscht sämtliche Befehle von anderen Menschen, die euch Schaden zufügten, indem sie sagten, wir können dir nicht mehr helfen, du bist wahrscheinlich zerstört oder kaputt. Ihre Organe seid so defekt, dass sie nicht mehr zum Retten seid. Hört genau zu, liebe Körpergeister, ihr gehört ja mir. Also löscht diese Befehle von diesen Kräuterfrauen, Kräutermännern, Schamanen, Heiler, Therapeuten, Ärzten oder schlussendlich auch Priestern, die so etwas gesagt haben, damals, in der Vergangenheit oder auch in diesem Leben. Erinnert euch, ihr seid vollkommen perfekt für mich als Geschenk vom Vater, der Urquelle der Liebe, mir gegeben worden. Und das sollt ihr verstehen lernen, ihr gehört mir. Ihr dürft keine Befehle von anderen akzeptieren oder diese Befehle sogar installieren. Löscht sämtliches, auch sämtliche bösen Befehle von bösen Geistern, die absichtlich euch umprogrammierten und Krankheiten versuchten zu installieren. Löscht das. Niemand von außen darf euch Befehl geben oder die Meinung aufdrücken. Aber auch meine eigenen dummen Sprüche solltet ihr dringendst löschen. Wie zum Beispiel solche, ich will es nicht mehr sehen, nicht mehr wahrnehmen, nicht mehr hören, nicht mehr riechen wollen, nicht mehr schmecken. Damit habt ihr eigentlich Befehle bekommen im Bereich meiner Sinnlichkeitsorgane. Und ich bitte euch eindringlichst, löscht sämtliches, was ich euch jemals gesagt habe. Nicht nur in diesem Leben, sondern in allen Leben schon zuvor. Ihr seid wunderbar und großartig und so rufe ich euch, ihr leitenden Geister meiner Sehnerven, meiner Augenäpfel, meiner Hirnstruktur, die die Bilder umsetzt, meine Gehörnerven, meine Geruchsnerven und Geschmacksnerven. Ohne euch wäre ich blind, taub, stumpf wie ein Wurm. Und ich brauche euch, denn ohne euch wäre ich nichts. So erinnert euch, wie ihr programmiert wurdet am Anfang vom Vater, vom Schöpfer. Ihr seht nun perfekt. Ihr nehmt alles differenziert wahr. Ihr hört bestens, ihr riecht bestens und schmeckt alles ganz unterschiedlich. Ich liebe euch, ich brauche euch. Wir sind zusammen gesund bis zur letzten Stunde. So rufe ich dich, du größter Geist meines Körpers, du Geist meiner Haut. Du bist das größte Organ an meinem Körper oder in meinem Körper.
ich rufe dich, die Seele ruft dich. Wie oft habe ich dummerweise dir gesagt, werde nicht so runzlig oder hoffentlich werde ich nicht so hässlich wie der oder diese. Hoffentlich habe ich nicht solche Flecken, solche Störungen, Warzen oder Flecken oder was auch immer. Ihr setzt euch zusammen, ihr leitenden Geister meiner Haut, aus unzähligen Schichten. Aus der Oberhaut, Unterhaut, Deckhaut, Netzhaut, Bindegewebe. Und ihr seid, wie gesagt, das größte Organ. Mitunter auch der Talgdrüsensystem, Haarwuchssystem und Schweißdrüsensystem, Blutadern von Arterien und Venen, sowie natürlich eigentlich vom vegetativen Nervensystem und den Zentralen gesteuert und noch viel mehr. Du bist das größte Organ an mir und dir habe ich oft keinen Gefallen gemacht, indem ich glaubte, dass ich automatisch alt werde oder schon sehr alt aussehe. Löscht meine Befehle bitte gründlich und alle bitte zusammen, die euch schwächen. Erinnert euch, wie ihr ausseht, vor 30 Jahren ausgesehen habt und macht es wieder so, wie ihr eigentlich wäret in diesem Alter oder wie ich wünsche, eben wie vor 20 Jahren oder 30 Jahren. Werdet straff, klar, rein, sauber, weiß, fleckenlos und absolut schön. Ich wünsche das. Nun macht jeder von uns eine Minute lang oder 30 Sekunden in Gedanken eine Ansprache an jedes Organ, das euch nicht ganz perfekt dient oder zu dienen scheint. 30 Sekunden lang redet mit euch selber. Nun, lieber Vater, ich danke dir, dass ich sagen kann, mein Körper ist perfekt, gesund, ganz und heil und ich sinnlich bin, ich viel mehr wahrnehme als bis anhin, viel mehr verstehen lerne und auch erkenne, dass Gräser, Büsche, Bäume Seelen haben und Licht in sich tragen. Ich danke dir, dass du mir hilfst, vieles verstehen zu lernen und ich sicher bin und es genau weiß, dass ich unsterblich bin und ewig bleibe. Und dafür danke ich dir in aller Form und aller Liebe. Hilf mir, dass es mir leicht geht auf diesem Lebensweg, damit ich mein Lebensziel, meinen Lebensplan erfüllen kann und ihn auch finde. Ich danke dir für die Leichtigkeit meines Seins und die Freude an allem. Ich danke dir für die Schöpfung, die um mich ist, und die Menschen, die mit mir zusammen leben wollen oder mich begleiten. Ich danke dir für das Schöne und das Herrliche, die Fülle und den Reichtum, speziell für meine Seele, meinen Geist und am Schluss für meinen Körper. Somit lösche ich sämtliche Rituale, Zusagen auch in der Kirche. Ich bin arm und ich bleibe arm. Ich bin nichts. Oder ich bin schmutzig, ich bin unrein. Lösche sämtliches, was ich dummerweise nachgeplappert habe, aber selber nicht viel dabei gedacht habe. Lösche das, was mich schwächt und ich danke dir, dass ich frei bin und schlussendlich als dein Kind, dein Sohn oder deine Tochter des Lichtes den Weg leicht und lichterfüllt finde. Ich liebe dich. Und danke dir für alles. Amen.